Hallo und zurück zu Diablo 3. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt auch hier die Qualitätsprobleme wieder in den Griff bekommen habe. Ich werde einfach alles in 60 FPS hochladen. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber soll's, ne? So, Vergangenes offenbart. Ich bin bereit, diese Schlüsselwörter zu lesen. Ich werde umblättern. Wie seltsam. Das sind ganz einfache Wörter. Wörter, die ich noch nie in einem Zusammenhang... Ah, ich kann alles sehen. Wasser auf einem Blatt. Eine brennende Hütte. Licht in den Augen meiner Mutter. Es soll aufhören. Es wird langsamer. Ich kann... Oh, nein. Nein! Ich war ein junger Mann. Ein vielversprechender Soldat der Westmark. Der Orden hat mich rekrutiert. Sie haben mich belogen. Mir falsche Sünden aufgeladen. Warum glaubt ihr, haben sie das getan? Ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher, dass sich Yonda deshalb vom Orden abgewandt hat. Er war ein Narr. Der Großmeister weiß mit Sicherheit nicht, was seine Inquisitoren getan haben. Wenn ich mit den Folianten zurückkehre, wird er sie für ihre Sünden bestrafen. Bitte. Ich muss über das alles nachdenken. Der Tempel hat eine echt interessante Geschichte, ne? Haben sie ihm sein Gedächtnis geklaut? Wir werden natürlich wieder unseren Templer mitnehmen. Demnächst. Und jetzt hat er es wieder zurückbekommen. Magie? Lea ist recht mächtig geworden. Die Macht war immer in ihr. Jetzt lernt sie, sie zu kontrollieren. Hat sie ihre Macht von euch geerbt? Ich weiß nicht, woher ihre Macht kommt. Ich habe mein Leben lang die Wege der Magie studiert, aber es ist mir nie so leicht gefallen. So, wir schauen mal, was wir im Inventar haben. Jede Menge Zeugs, wie ich annehme. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob irgendwas Brauchbares drin ist. Haben wir das schon das letzte Mal geschaut? Ja, hier bin ich mir immer nicht sicher. Nee, aber nicht. Ein seltener Schild. Ja, oder? Ich denke mal, ja. Ich denke mal, ja. Obwohl, wir haben hier drin auch noch... Wann? 45, ne? Das sind wir ja bald. Wir haben hier auch... Ne, einen Brustschutz haben wir. Was haben wir hier für ein Schild? Ah, okay. Ach ja, der soll ja für unseren Templer sein. Wenn der ihn überhaupt nehmen darf, ne? Müssen wir schauen. So, ja, hier ist nichts. Was haben wir hier? Hier noch ein bisschen? Nö. Nö? Nö. Was den Schaden von Arkane Kugel? Den Schaden von Arkane Kugel. Wo zum Teufel ist Arkane Kugel? Hier nicht. Hier. Mal was. Probieren wir mal die Arkane Kugel, ne? So, haben wir noch irgendwas? Was haben wir denn hier eigentlich? Oh. Gerne, oder? Gerne, nehmen wir. Ja, okay. Du, was war nochmal mit dir? Ich merke mir es nie. Ja, das hast du neu. Eigentlich hast du nicht viel, nur eine... Ja, irgendwie ein... Aber du kannst nicht alles... Zum Beispiel hier, den Zauberstab, den kannst du noch nicht... Das kann ich nicht benutzen. Nee. Ach so, weil du eine Verzauberin bist. So rum war es, ne? Deswegen...
163 und gesockelt. Was ist denn nochmal? 201 Intelligenz. Wo war der? Ach, da. Ja, das ist natürlich ein Wort. Gib ich zu. Naja, dann behalte es halt. Und was ist hier mit? Physischen Leben mit Illusion. Was ist da? Achso, plus 20 Intelligenz. Ja, aber. Den könnten wir ja. Ach, hier finden wir auch etwas Neues raus. Wieso bist du denn nach Tristram gekommen? Was hat euch letztendlich nach Tristram verschlagen? Wisst ihr, das habe ich mich auch gefragt. Es war Miras Idee. Ich frage mich, ob sie etwas gesehen hat und wusste, dass ich hier sein sollte, um euch zu helfen. Ob sie wohl die ganze Zeit wusste, was passieren würde? Es tut mir leid, mein Freund. Aber ihr hattet viele glückliche Jahre zusammen. Ich bin sicher, dass sie nichts davon bedauert. Danke. Ich möchte kurz allein sein. Ja, auch wenn du kurz allein sein möchtest, tut mir echt leid. Oh. Ich müsste halt mal deine Schmiede benutzen. Die angelegte Ausrüstung werden wir mal reparieren. Und den hier. Ach wo, ich hab gesehen, das geht viel besser. Achtung, was darf jetzt? Ich Dummkopf, ne? Passt auf. Super, oder? Raum, oder? Schön, oder? Warte mal, was wird das? Ach, hier ist ein Amulett. Warte, das müssen wir mal schauen. Dämonenjäger. Ja, wir behalten es mal. Seht ihr, das geht natürlich um einiges besser. Wie jetzt habe ich irgendwie den Überblick über dich verloren, meine Freundin. Ich sag's ganz ehrlich, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Ich wollte, glaube ich, hier. Was ist das hier? Regeneriert Leben, reduziert Abklingzeit. Wenn ihr darauf besteht. Ach so, wartet, ich muss erst mal schauen. Aber plus 110 Intelligenz. Nee. Nee, das ist schon in Ordnung. Kann man wirklich. Ja, perfekt ist das nicht. Ich habe das ja wieder gegeben. Also bist du denn das Wahnsinn? So. Intelligenz wollte ich dir wieder geben. Bitteschön. Ein schönes Stück. Ja, was ist denn das? Ach, kann keine Nebengegenstände verwenden. Okay. So, der Dämonenjäger. Ach so, jetzt haben wir hier. Aber, ja, muss man richtig bedenken, die blöde Erholung. Nehmen wir, lass uns mal so. Machen wir mal ein anderes. Haben wir ein andermal auch Zeit, oder? Denke ich. So, dann werden wir noch das zum Arkan Stauber legen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir wieder rauskommen. Hey, verehrter Herr, ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Nö, nö. Miriam, was hast denn du zu sagen über Soltun Kuls Verrat? Mir gefällt nicht, was Soltun Kul mit euch anstellen wird. Ich habe euch doch gesagt, dass man ihm nicht vertrauen kann. Werdet ihr mir sagen, was er tun wird? Oder werdet ihr weiter Andeutungen von euch geben? Ich habe schon einmal die Zukunft verändert, um jemanden zu retten. Ich habe damit 3 weitere Tode verursacht. Ich habe euch alles gesagt, was ich sagen kann. Das verspreche ich euch. Naja, aber es ist ja klar, dass ein größenwahnsinniger Zauberer nicht gerade das Beste für uns ist. Ne? Was sagst du, habgieriger Shen? Erzähl. Vom Preis des Juwels. Ich glaube, ich habe mich in Bezug auf das Juwel, das ich suche, geirrt. Echt? Es ist auch nicht in diesem Land.
Was für eine Schande. Ihr habt erzählt, das Juwel gehöre euch, aber nicht warum ihr es sucht. Weil es Tausende getötet hat. Und weil ich der Einzige bin, der es besitzen kann, ohne Schaden zu nehmen. Ah, verstehe. Weil ihr ein Gott seid. Nein, weil es mir schon alles genommen hat, was von Bedeutung ist. Aber genug davon. Ich habe jetzt schon lang genug ohne würziges Rindfleisch und noch würzigeren Wein durchgehalten. Ich hänge im Tisch drin. Ja, jetzt haben wir trotzdem vom habgierigen... Wie ist der Shen, ne? Ja, vom habgierigen Shen eine andere Seite ein bisschen gehört, ne? Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. So, wir sind wieder auf dem Wege. Kuls Gastfreundschaft lässt zu wünschen übrig. Das hattest du das letzte Mal schon erwähnt. Ach, lass mal das. So, genau. Ach so, dann hätten wir auch hierhin jumpen können. Naja, jetzt nicht mehr. Seht nur, da oben. Statuen von Kults Wächter. Ein finsterer Unterschlupf für einen finsteren Zauberer. Ja, das hast du auch. Das hast du auch das letzte Mal gesagt. So, genau, jetzt sind wir wieder hier. Grüße. Also, wir gehen zuerst hier rüber. Und... Engel sind nicht besser als Dämonen. Wusstet ihr, dass sie einmal darüber abgestimmt haben, ja, die gesamte Menschheit zu vernichten? Ja, nur eine Stimme hat unsere Art vor der Vernichtung bewahrt. Das hört sich nach etwas an, das Tyrael getan hätte. Ja, was auch immer er noch sein mag. Er ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Das dauert halt ein bisschen und lang. Und an Ausrottung ist nichts gerecht. Ja, ja, erzähl. Ich habe nicht genug Arkankraft. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber das macht so viel Spaß mit dem... Diese Gegner strahlen seltsame Magie aus. Huch. Mehr Arkankraft. Puh. Ja, wir sind ein bisschen mit dem, so schön wie das aussieht, haben wir ein bisschen wenig Arkankraft. Aber ansonsten ist eigentlich eine schöne Fähigkeit, ne? Wenn wir damit ein bisschen mehr Schaden machen können, ist ja auch nicht schlecht. Okay. So, wir können... Ja, wir müssen sogar runter. So, meine Verzauberin. Ich glaube, wir gehen hier rauf. Das ist schon mal schön, dass es nicht tausend unterschiedliche Wege gibt hier. Oh oh, ich ahne Schritte. Okay.
Das macht es schön mit ihrem... mit dem Huhn, ne? Das Huhn ist echt super, finde ich. Wenn sie in Hühner die verwandelt. Oh oh. Er ist immun gegen Huhn. Ich brauche Arkankraft. Wirklich? Moment. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ja, das ist klar. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich gebe ja mein Bestes, dass du nicht so viel Arkankraft brauchst, aber scheint. Blumps. Nicht schlecht, ja. Oh. Hier könnten wir rüber, aber ich würde gerne nochmal runtergehen, auch wenn wir dadurch... auch wenn wir dadurch ein bisschen Zeit verlieren, aber naja. Ja, ist gut. Ich muss beinahe. So, dann gehen wir mal hier durch. Wie fühlt sich das an? Ihre Leichen auf ewig hier verrotten. Das denke ich auch. Haben wir eine neue Rune? Haben wir eine neue Rune? Ich glaube. Ja, die Frage ist, müssen wir geradeaus weiter? Wahrscheinlich. Endlich muss man weiter vorne. Die Energiekugeln sehen wirklich herrlich aus. Das kann man nicht anders sagen. Vor allen Dingen, die hauen alles weg. Was nicht nied- und nagelfest ist. Achtung. Wenn man da ein bisschen strategisch mit umgeht, ne? Na, warte, ich bin ja gleich da. Ich brauche Arkankraft. Oh, Hilfe! Glaubt ihr, in Kults Zauberbüchern steht etwas, das uns nützen würde? Wenn jemals etwas darin war, ist es jetzt seinem Wahnsinn anheimgefallen. Das stimmt. Ich glaube ja, dass das eine ganz schlechte Idee ist. Mit Kull einzulassen. Ich hätte allen Menschen dazu verhelfen können, Nephalem zu werden und ein goldenes Zeitalter einzuleiten. Aber meine Horadrim-Brüder konnten die wahre Bestimmung der Menschheit nicht akzeptieren. Ja, cool, mein Freund.
bin der Meinung, dies sollte das Handwerk gelegt werden. So, seid ihr bereit? Ich glaube, das geht los, sobald wir die Schatzkammer hier plündern. Nö. Hä? Sind wir falsch? Warte schon. Wo ist mein... Ach, da hinten. Hä? Wieso... Hä? Wieso bin ich da hinten nicht weiter? Warum? Warum bin ich denn nicht weiter? War da ein Abgrund? Irgendwie ausgesehen wie ein Abgrund, oder? Achso, das geht hier rund bis wie... Na gut. Sollte ein Kults Maschine. Aber das mal. Wir werden die Schattenschlösser mit Fiolen seines Blutes versiegeln. Und wir werden das Blut in der Wüste verstecken, unter ewiger Bewachung. Ich kann nur hoffen, dass die Welt Kults Bösartigkeit nicht vergisst und dass sein Blut unangetastet unter den wehenden Sanden vergraben bleibt. Oh oh. Erstmal hier rauf. Unglaublich, wie gut ich bin. Ein Bärzauber? Achso, wir können hier mal schauen. Vielleicht ist ja zufälligerweise der Zauber aufgestiegen. So, wir schauen mal. Seht ihr da zum Beispiel? Ah, keine Kugel. Ah, oh, das da haben wir ja echt Glück. Finde ich super. Beherrschung, Explosion. Was hätte er anzubieten? Spiegelbild. Ja, warum nicht? Was haben wir hier? Wenn Spiegel vernichtet, explodiert es. Wow. Nehmen wir. Hört sich ganz gut. Ja, die Frage ist jetzt wirklich, wo wir genau hin müssen. Jetzt haben wir wieder 1000 Wege. Ah, Gott sei Dank. Den Weg haben wir schon mal eliminiert. Jetzt haben wir noch 2 Wege, ne? Wollen wir erst... Ja, hier rüber eigentlich nicht, oder? Ne, hier geht's wieder raus. Also gehen wir erst mal hier rum. Danke. Danke für die gute Erfahrung jetzt am Ende des Levels. Die brauchen wir jetzt. So, dann gehen wir gleich in den nächsten, so schnell wie möglich. Obwohl, eigentlich müssen wir schon nämlich schon wieder Schluss machen. Aber noch ein bisschen Zeit haben wir noch. So, auf geht's. Wir haben keine Zeit, wir müssen Erfahrung verbraten. Ich brauche mehr Arkankraft. Irgendwie hat die andere Kugel besser ausgesehen. Aber die ist natürlich enorm effektiv. Sieg! Sieg? Noch nicht, meine Freundin. Noch nicht. Ist auch eine richtig schöne Musik dazu, ne? Sehr passend, finde ich. Ich habe nicht genug Arkankraft. Nicht? Spiegelbild ist super. Schaut hin. Schaut hin.
meine Spiegelbilder, die sind ja echt der Wahnsinn, oder? Die haben das alles alleine gemacht. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich stehe mal nicht unbedingt so sinnfrei. Dort drüben ist ein mächtiger Feind. Ja, wir nehmen das mit. Wo ist der mächtige Feind? Hier drüben? Okay. Was ist denn meine? Ich brauche Arkankraft. Wo ist jetzt nochmal der mächtige Feind? Hier drüben. Wahrscheinlich, ne? Oh, oh. Wow. Eine prächtige Truhe. Hier ist ein mächtiger Feind. Mehr Arkankraft. Ich denke, das ist ganz gut gemeistert, mein Freund. Du hast es ganz gut gemeistert. Kommt her! Hier geht es rund, ja. Hier geht es los. Eieiei. Okay. Jawohl. Acht Gegenstände. Ach, da kriegst du sogar eine Geschwindigkeit. Nicht schlecht. Nicht schlecht, meine Freunde der Nacht. So, wo müssen wir jetzt hin? Das ist die große Preisfrage. Wir könnten hier raus. Hier lauern viele Fallen auf uns, wenn wir nicht vorsichtig sind. Echt? Meine Guten. Ich brauche Arkankraft. Brauchst du nicht. Achso. Was ist denn das für eine Fähigkeit hier mit dem... Mit der Wand. Hat die unsere Verzauberin? Was denkt ihr? Könnte sein. Sind uns doch alle einig, dass das Ende aller Zeiten gekommen ist. Aber glaubt ihr wirklich, dass Belial und Asmodan diese Vorfälle geplant haben könnten? Wer sonst? Sie sind die letzten aller Herrscher der Hölle. Ich
So sehr wir es versucht haben, er ist einfach nicht tot zu kriegen. Sein verfluchtes Blut hält ihn am Leben. Er blutet Sand und sein Gelächter verspottet uns. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir werden seinen Kopf von seinem Körper trennen und ihn im Reich der Schatten verstecken. Na! So haben sie seinen Kopf von seinem Körper getrennt. Ne? Und der kommt jetzt wieder zusammen. Ja, ich würde sagen, wir hoffen mal das Beste, dass wir das nächste Mal hier wieder sind. Ne? Ich muss zurückkehren. Und ich sag mal ciao, ciao, ne? Oh, ich hoffe echt, dass wir dann hier wieder rein können. Vielleicht war es nur deshalb, dass wir nicht rein konnten beim letzten Mal, weil wir immer so Verbindungsabbrüche hatten. Ne? Ah, wer weiß. Ciao, ciao.